Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf dem YouTube-Channel Herr und Frau Dag zu einer neuen Box. Was soll's anders sein? Letzte Woche waren die Süßigkeiten. Diese Woche geht's mal wieder daran, etwas mit nachhaltigen Produkten. Und wir wissen ja nicht, was drin ist. Aber wir wissen, woher das kommt. Und zwar die Trendrider Box. Eine Box mit Nachhaltigkeitsprodukten. Also in alle Richtungen. Also sowohl, was haben wir schon mal gehabt? Also es ist querbeet Mützen eigentlich. Haben wir schon gehabt, die aus irgendwelchen komischen Plastik gefertigt war oder so. Mützen, oder die Strümpfe aus alten Fischernetzen. Genau. Dann ist Kosmetik mit drin. Genau. Es gibt Lebensmittel auch manchmal. Eine Flasche war drin schon, also so eine Trinkflasche. Zahnbürste, genau, die aus Bambus war oder sowas. Also lauter so Nachhaltigkeitsprodukte, die halt Fairtrade und. Also und durchgemischt. Man kann jetzt sagen, das ist eine Öko-Box. Ja. Könnte man sagen. Aber wir können es uns leisten und wir haben Bock drauf, auch neue Dinge für uns zu entdecken. Und deshalb packen wir auch einmal im Monat die Trendrider-Box aus. Ja, und bis jetzt war da eigentlich auch nichts dabei, was wir nicht wirklich brauchen konnten. Ja, vielleicht so. Ein, zwei Dinge, wo wir gesagt haben, ja, sowas darfen wir jetzt so auch nicht nutzen, weil du bist jetzt nicht mords geschminkt und zupappt. Und deshalb Kosmetik eher weniger, aber halt dann, wenn es um Cremes oder sowas geht, dann wieder eher. Wir schmeißen natürlich nichts weg, was uns jetzt passt, sondern geben es einfach an Leute weiter, wo wir wissen, die brauchen es. Oder eben als kleine Geschenke sowas. Ja. Genau. Und jetzt öffnen wir das Ding, weil ich bin echt gespannt, was da diesmal drin ist. Also irgendwas mit Glas. Steht zumindest vor sich Glas drauf. Okay. So. So, gepackt hat die Janka. Mit der Nummer 5. Weiß ich, ob wir die schon haben oder keine nicht. Keine Ahnung, kann sein. Danke, Janka, fürs Verpacken. Da ist immer so ein Zettel drin von denjenigen, von der Person, die es verpackt hat. Und wenn man alle 10 verschiedenen gesammelt hat, kriegt man eine Box. Genau, kriegt man eine Special-Box zugeschickt. Genau. Und wir haben jetzt, da wir das schon seit mehreren Monaten jetzt machen, haben wir ja eigentlich schon einige. Aber sehen wir ja dann. Müssen wir schauen, ob wir die schon haben. Wir haben ja auch diese heiß beliebte 10er-Karte, die ist anscheinend nur Die war ja alle halbe Jahr einmal in Umlauf gebracht wird, so ungefähr. Die war ja gleich in der zweiten Box drin. Wirklich, also, auch diese Box hat ein Motto jeden Monat. Und es gibt verschiedene Boxen auch zu bestellen. Also wir haben halt einfach diese normale, wir wissen gar nicht, was drin ist. Genau, es gäbe, glaube ich, noch die rein vegane Box, glaube ich. Kann sein. Aber wir wollen ja alles haben. Genau. Wir wollen alles ausprobieren. Darum haben wir die gemischte Box einfach. Und dieses Mal ist es das Thema Wild Garden. Also irgendwas mit Garten auf jeden Fall. Mhm. Und da wir momentan sowieso am Garteln sind, trifft sich das ganz gut. Oder mal schauen, was das Thema überhaupt mit der Box zu tun hat. Garten. Also da steht halt auch immer voll viel drin in dem Heftchen. Wir machen das aber beim Auspacken wie gehabt. Ich ziehe erst. Frau Dark nimmt was raus und ich lies vor. Denn zu jedem Produkt steht immer so ein kleiner Absatz dabei. Und auch, wie viel das es kosten würde. Gut, dann fangen wir doch mal an, du oder? Du ziehst was raus auf blind und ich guck mal. Ein Duftzackel. Mit Duftzackel. Oh. Ein Duftzackel. Dein Trend. Goodie. Als 12-Monats-Abonnent hat man dieses Duftsäckchen. Stimmt, wir mit haben drin. Ja immer ein extra Goodie mit drin, weil wir das Ganze für 12 Monate gleich bestellt haben, weil wir jeden Monat Content für den YouTube-Channel brauchen. Also, das riecht wie im Sägewerk. Treue muss belohnt werden, daher überraschen wir dich im März mit gleich 2 coolen Goodies. Zum einen erstmal bei einem. Die Zirben-Duftsäckchen. Riech mal. Das ist, ich mach den Geruch wie Sägewerk. Ich wollte gerade sagen, es riecht nach Obi-Baumarkt hinten drin, da wo das Holz halt ist. Ja. Ganz frisch Gesichtsholz. Baumarkt. Deine Wohnung. Baumarkt. Deine Wohnung und insbesondere der Kleiderschrank füllt sich dank dem Zirbenduftsäckchen von Alpien mit einem milden, leicht holzigen Duft, der nicht nur deinem Raumklima, sondern auch deiner Seele gut tut. Natürlich, für die Seele. Alles für die Seele. Das Kernholz der Zirbe ist nämlich voll von wertvollen ätherischen Ölen und Balsamen,
die antibakteriell wirken und für Ruhe und Entspannung sorgen. Auch gegen Insekten wie Kleidermotten sind die duftenden Späne eine echte Wunderwaffe. Also es ist halt ein Mottensackel. Mhm. Jo. Ja. Ein Eihänger. Und dann riechen wir immer noch Holz. Mhm. Dann riechst du immer das wie frisch aus dem Baumarkt. Oder Möbelgeschäft, wo die riecht. Oder wenn du frisch. Nee, im Baumarkt und so, da hast, da kommen noch ganz andere Gerüche zusammen. Wenn du Sachen stößt, oder jetzt zum Beispiel, wenn du beim IKEA ein Regal holst, das frisch aufbaust, das riecht genauso. Weil es halt frisch aus der Maschine kommt. Also das ist halt. Das ist halt frisch Holz einfach. Das riecht nach IKEA. Egal, wo man das jetzt herkriegt. Das riecht nach IKEA. Kannst du schon mal vorbereiten für unseren großen IKEA-Einkauf. Da machen wir dann auch ein Video drüber. Oh ja, da IKEA-Einkauf. Ein Tag bei IKEA mit den Darks. Genau, würde was glaubst du, was das ohne Sackel kosten wird? Das hier? 8 Euro. 94. Oh. Was heißt 8 Euro? Ja. Leck mir am Arsch. Ja, hallo, wenn 3 Zweichler Palmkätzler bei Medica schon 5 Euro kosten. Ja, stimmt, genau. Also, jetzt hör mal auf, wirst schon süchtig. Und jetzt tust gleich das nächste raus, und zwar suchen wir das hier, genau. Das weil das ist nämlich auch eins von diesen Abonnenten-Specials quasi. Feuchtigkeitsspendende Duschemulsion für trockene Haut. Gesichtsöl oder Duschemulsion. Die haben die Duschemulsion. Sanddorn oder Rose. Das schaut nach Sanddorn aus. Eine Wohltat für deine Haut erwartet dich bei deinem zweiten Goodie. Hier darfst du nicht über ein hochwertiges Wellnessprodukt der Naturkosmetikmarke Tautropfen freuen. Darfst du dich freuen. Wie frisch aus dem Wild Garden gepflückt, warten die Wirkstoffe von Rose, Sanddorn oder Granatapfel darauf, deine Sinne zu streicheln und deinen Körper zu verwöhnen. In deiner Märzbox findest du entweder das regenerierende Gesichtspflegeöl oder die Duschemulsion Rose oder Sanddorn der renommierten Marke. Oh, das riecht aber. Mhm. Also ist das jetzt, ja. Was haben wir jetzt? Das Gesicht. Duschgel. Der Duschgel einfach. Okay, gut, passt. Na dann, viel Spaß beim Duschen. Haben wir irgendwie, wenn man so neugierig ist, ne? Haben wir irgendwie ein Taschentuch oder so da? Da liegt bestimmt irgendwo ein Taschentuch rum. Ja, dann geh ich aufs Klo. Mach mal schnell die Hände. Bring mal die mit, dann gibt's bestimmt noch mehr, was ihr ausprobieren will. Ja. Können wir weitermachen. Aber alles machen wir nicht. Da. Also, zirk raus. Nächste. Nächstes. Hast du das in die Kamera gehalten? Nächstes. Ja, ich glaube schon, aber ich mag es zur Sicherheit noch einmal. Bisschen hell wieder, aber das macht nicht. Oder mit dem vorne aus Seife, kann man das auch hier machen. Das ist Duschgel. Ja, dann ist es ein Duschgel. Also. Gut, was haben wir da? Osterhäschen. Osterhäschen. Also Backmischung. Bio-Backmischung. Um den Frühling auch in deiner gemütlichen Kaffeerunde im Garten oder auf dem Balkon willkommen zu heißen, haben wir dir eine passende Bio-Backmischung von Bake Affair in deine Wild Garden Box gepackt. Mit dem Germteig kannst du 5 putzige Häschen formen, backen und dann mit Familie und Freundinnen vernaschen. Freundinnen vernaschen steht da. Okay. Ach, das ist ja cool. Ja, was du noch dazugeben musst, klassisch Eier, Milch und Butter oder, wenn du es vegan machen willst, Hafermilch und pflanzliches Fett. Also das steht extra drauf. Ja, genau. Die überlassen es dir, wie du es machen möchtest. Cool. Das ist cool. Übrigens, das von gerade eben kostet 7,99 das Duschgel. Mhm. Und das hier kostet 5,99. Okay. Hätte jetzt gedacht, ja, so um die 5 Euro. Backmischung. Mhm. Ja. Cool. Noch mehr Backmischung. Okay. Ich muss schon gar nicht mehr raus aus dem Kurve und Platzl fressen. Hm. Oh, so ja, mitleidenswert. So, was haben wir? Was ist das? Cremeschaum. Okay, das ist wahrscheinlich ein Haarschaum, oder? Für Diabetiker geeignet. Was? Hä? Soll man das essen? Also. Bei sehr trockener Haut. Nein. Das kann man nicht essen. Handcreme oder Cremeschaum? Wir haben den Cremeschaum. Ja. Du möchtest die warme Erde und das frische Gras unter deinen Füßen spüren. Es ist dir aber durch deine raue Sohle vergönnt. Der Cremeschaum von Kalusan ist deine Rettung.
Für besonders trockene und empfindliche Haut ist dieses klinische getestete Pflege dank Urea, Avocadoöl und Shea Butter nämlich eine echte Wohltat. Boah, ist das ein verschachtelter Satz, Alter. Ohne zusätzliche Farbduftstoffe ist der ergiebige und leicht zu verteilende Schaum auch für AllergikerInnen geeignet. Ja, aber das ist, was machst du denn jetzt? Nicht verschwenden, was wie teuer das ist. Aber da kommt der Nippel mit nach. Ja, du bist doch bloß wieder Drogerie. Aber was bringt das? Das ist ein Fußschaum. Nein, das ist für den ganzen Körper. Fußschaum! Füße steht da. Da steht nur was über Füße. Wackel doch mal nicht so. Handcreme oder Cremeschaum. Und der Cremeschaum ist halt für getrocknete, ja, für One-Haut halt. Sag mal an dem Strumpf. So. Ja, und jetzt? Die Arme so lang. So. Kriege ich dann schöne weiche Füße. So, damit. Ja, was davon ab? So. Warte. So. Das passt für mich. Ich habe immer so raue Füßen. Ja, es ist halt, dass die Ballhaut ein bisschen weicher wird. Das haben wir für den Fußfetischisten da draußen auch ein Content produziert. Schau her. Ja, wir spaßen alle. Ey, 18,90 Euro. 18? Boah, das ist aber teuer. Ja, ob es das wert ist, dass du dir dein Hornhaut damit einschmierst? Ja. Ja. Also, wenn es was bringt. Da musst du auf jeden Fall noch frisch, dann mal auf Instagram oder so zumindest sagen, ob das was gebracht hat nach einer gewissen Weile der Anwendung. Wir werden das testen. Einen Erfahrungstest machen, weil das 18,90 Euro für etwas, was angeblich die Hornhaut, also ich sage jetzt, das macht die Hornhaut weicher. Das macht deine Haut halt nicht ganz so trocken. Vielleicht ist es auch für einen Ellenbogen. Du kannst ja meinen Ellenbogen da mir einschmieren, wenn du meinst. Aber wir probieren es aus. Ich meine Fiers und du deine Ellenbogen. Ich schmier doch nichts, was für Fiers sind, sondern Ellenbogen. War denn nett? Ja, weil das ist schon rau. Guck mal schon mal probieren. Vielleicht läffst du mal auf die Ellenbogen daher. Die Frage, für was das ist, ist ja nicht so, als darf da irgendein Fußsymbol drauf sein. Fuß plus, siehst du? Also vielleicht für den Rest der Haut plus die Füße. Ja, und das andere, was es zum Kaffee gibt, ist alles ohne Füße, bitte. Bring's ja nicht an die Füße. Da fliegen ja die Füße ab. Ja, da ätzt du alles weg. Weiter, nächstes. Okay, nächstes. Nehmen wir mal das da. Was ist das? Gartenglück. Pflanzenaktivator. Für prachtvolle Gartenpflanzen. Lebende Mikroorganismen. Die natürliche Alternative. Ach, ein Dünger. Bio-Pflanzendünger. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen besitzen einen grünen Daumen und hegen und pflegen ihre Pflanzen mit Hingabe. Und dann die andere, die vor denen jede Pflanze Reis ausnehmen würde, wenn sie doch nur laufen könnte. Für beide kommt der Pflanzenaktivator von Biotaurus wie gerufen. Millionen von lebenden Mikroorganismen verbessern die Boden- und Erdstruktur und geben den Pflanzen die ideale Grundlage für ein gesundes und schnelles Wachstum. Vier Verschlusskappen des grünen Kickstarters mit 3 Liter Wasser mischen und schon. Was? Hey, bei mir steht. Vier Verschlusskappen auf mindestens 5 Liter Gießwasser. Und schon hörst du Drachenbaum und Bergpalme ein fröhliches Halleluja singen. In deiner Märzbox findest du entweder das Fläschchen Gartenglück oder Erntefreude. Im Gartenglück. 12,95 Euro. Ist dir das für den Garten wert? Ja, wir probieren es aus. Aber ja, wir wollen haben ja jetzt keine Sachen obpflanzen. Also. Aber ist das auch für essbar Essen? Ach so, na, der Garten, das wäre wahrscheinlich die Erntehilfe. Gartenglück. Ist dann für die Blume. Ja, und Blumen haben wir keine. Wir pflanzen keine Blumen auch. Nur Nutzpflanzen. Ja, schauen wir halt einmal. Irgendwo finden wir schon ein paar. Vielleicht können wir das nochmal erklären. Wenn wir es bloß irgendwo hin pflanzen, um auszuprobieren, ob das was bringt. Ja, oder wir verschenken es an jemanden, der Blumen im Garten hat. Oder so. Schauen wir mal. Nee, ich würde sagen, wir können es behalten. Weil wir Blumensamen gekriegt haben. Blumensamenmischung. Zeig's in die Kamera. Hol dir die Farbenpracht des Sommers in deinen Garten. Weißt du, wie viele Websen das wir damit herziehen? Wir haben eh so viel. Ja, da muss ich mir nicht noch mehr reden. Und da kommen die Bienen, ja, nicht die Websen. Auch die Websen. Ja, ja. Und das gleich in 35-facher Ausführung. Die Blumensamenmischung von Saatgutmanufaktur verwandeln dein heimisches Fleckchen grün in eine kunterbunte Blütenoase, in der sich schon bald Schmetterlinge, Bienen und Co.
Siehst du? Bienen. Den Pollen in die Hand geben. Hallo? Pollen. Ja, dann kannst du halt nicht. Du trägst eine Maske. Ab Mitte April kannst du mit der Aussaat beginnen, um dich in das Meer hineinzusenken. Denn die Temperaturen. Ich weiß schon, wo ich dich hinpflanze. Dich dann im Mai an die herrlichen farbenen Blumen zu erfreuen. Das kleine Tütchen in deiner Märzbox reicht für 6 Quadratmeter. Im Wald. Ja, genau. Im Wald. 4,15 Euro. Aber so, ich glaube, das ist so ein normaler Preis für so ein Zeug. Ja. Es ist aber, ja. Wo willst du dich hinpflanzen? Auf den Schirmplatz. Ah. Wenn ich sie in den Trockenheit pflanze. Ja. Ja, und dann können wir die wieder ausprobieren. Machen wir schon? Machen wir schon. In Kombination mit dem. Wir probieren uns mal an Blühpflanz. Wir haben noch nicht einmal mit Essenspflanzen angefangen. Jetzt wollen wir schon. Ja. Gut. Wir machen einfach alles. Weiter. Next one. Irgendeins von beiden wird dann schon was. Okay, next one. Was ist das? Radico Organic. Das schaut nach Haberschmittel aus. Kräuterpflege für die Haare. Wir lieben Kräuter, nicht nur auf dem Brot oder in der Suppe, sondern auch in unseren Haaren. Und du wirst schon bald ebenso viel Liebe verspüren, wenn du die natürliche Kräuterpackung von Radico selbst ausprobiert hast. Das natürliche Pulver wirkt wie eine Wunderkur für deine Haare. Pflege sie intensiv und schützt sie vor Umwelteinflüssen. Für die Anwendung mixe das Pulver im Verhältnis 1:3, bis eine cremige Masse entsteht. Anschließend trägst du diese auf dein Haar auf und lässt maximal eine Stunde einwirken. Oh, das auch noch. Danach kannst du deine Kräuterpackung gründlich auswaschen und dein neues Power-Haar-Gefühl genießen. Du findest entweder das Frucht- und Samenpulver oder das Bringatsch-Pulver in deiner Märzbox. Ja, dieses Bringatsch-Pulver oder Frucht- und, und Samenpulver. Organic. Ja, dann ist es Organic Fruit and Seed Powder. Ja, Frucht- und Samenpulver haben wir. Ja, das ist also für die Haare. Das heißt, das muss man stundenlang einwirken lassen. Das ist nichts für mich. Nimmst du nicht? Wenn du in den Bordwanner gehst? Muss ich ausprobieren. Oder genau, dann probieren wir es miteinander aus. Ja, Bordwanner? Tun wir das zuerst gleich ein und dann, wenn wir da eine Stunde vor uns hindümpeln. Schönsten Haare. Und dann fragen sie alle immer, warum hast du so schöne Haare? Lass einfach fetten. Einfach durchfetten lassen einmal in der Woche. Das Beste, was man die Haare machen kann. Na, probieren wir aus. Dann immer alles Mögliche in die Haare schmieren. Probieren wir aus. Ja, probieren wir aus. Die Haarseife. Ich benutze momentan die Haarseife aus der letzten Box. Aha. Ist auch cool. 5,95 Euro. Geht jo. Eigentlich. Ist ein ganz schönes Buggel. Next. Bärenmus. Bärenmus. In 3 Minuten fertig. Ein Nachtisch. Wo ist denn Bärenmus? Ich habe hier gar Bärenmus. Bärenmus. Da die Früchte in deinem Wildgarten bis zur Reife noch ein wenig Ruhe und Energie benötigen, darfst du in der Zwischenzeit das leckere Bärenmus von Biodo genießen. Das Bio-Dessert ist ratzfatz angerührt und du kannst entweder pur genießen oder zum Verfeinern von Obstkuchen verwenden. So schmeckt der Frühling. 1,49. Ja. Ah, okay. Ja, passt. 1,50. Also das ist halt einfach so, so Joghurt-Nachtisch-Move. Halt. Ja. Ah, lecker. Bärig. Also schauen wir mal. Vielleicht schmeckt es ja noch Fruchtzwerg. Schauen wir mal, was so, ist das? Das ist extra verpackt. Nee, das ist ein Blumenetui. Ja, aber es ist extra verpackt. Das ist ja nicht das Papierding. Ein Blumenetui. Was ist ein Blumenetui? Was ist denn ein Blumenetui? Ein Etui. Versuch hier mal noch. Ah. Flower Power im doppelten Sinne lacht dich in Form eines kleinen stylischen Etuis aus deiner Märzbox heraus an. Denn das praktische und zugleich schicke Accessoire von Z-Tudio 8B sieht nicht nur aus wie eine Blume, es besteht quasi aus einer. Das kleine Blumenetui ist nämlich aus veganem Leder und einem innovativen Material aus getrockneten Blättern gefertigt. Damit bringt dein Fashion-Item für Karten und andere Kleinigkeiten die volle Kraft der Pflanzen in deine Tasche. In der Märzbox erwartet dich eine von 4 schönen Farben. Du hast Gott sei Dank schwarz. als wenn sie es gewusst hätten. Ja, das andere wäre alles so Ockerfarben. Also so richtiges Ocker oder halt lila-mäßig, aber alles Pastellfarben. War keine Pastellfarben. Schaut
Schaut scheiße aus. Boah, schätz, was kostet. 10 Euro. Schätz nochmal, was kostet. 15 Euro? Schätz nochmal, was kostet. Teurer! Schätz nochmal, was kostet. 20 Euro. Schätz nochmal, was kostet. 25. 29,95. 30 Euro für... Also ja, gut. Mal abgesehen davon. Ja, es ist pflanzlich und alles hergestellt, aber... Es ist ein Wahnsinn. Ich weiß ja nicht, wie stabil das jetzt zum Beispiel ist. Aber es fühlt sich halt echt nach Leder an. Was ich schon mal geil finde. Ja, aber... Ja klar, es ist zu teuer für was, was man nicht braucht. Für die Größe. Weil man halt einfach ja, weil wir es jetzt nicht brauchen. Aber auch für die Größe, das ist ja... Da ist übrigens nur ein Gutschein drin. Ja, da bringst du ja Scheckkarten rein. Und wer, das also ist für das Scheckkarten, ist schon für was anderes. Für reiche Leute. Für die oberen 10%. Für die oberen 10% ist das. Also für uns quasi fast. Ja, das aber ist nichts anderes wie Kartenetui. Boah, das wäre mir viel zu teuer. Ja, ich würde es mir jetzt auch nicht kaufen. Also auch wenn ich jetzt bloß Karten hätte, na. Also für 30 Euro. Hui, okay. Ja, und... Ja, ich finde, also für mich ist es, ja, es ist scheiße, braucht man nicht so ein Ding. Aber ich finde dieses Zeug einfach, diesen Stoff halt einfach interessant jetzt. Ja, das schon, da es halt auch kein echtes Leder ist, aber so ähnlich wie eins ist. Ich werde mich mit dieser Firma mal irgendwie zusammentun. Ich werde wissen, wie das hergestellt wird. Ja, das kennst wahrscheinlich den Code ab, wenn sich das. Ja, weil das nämlich, das finde ich schon cool. Also das finde ich jetzt eindeutig. Aber ich habe Angst, dass das nicht lang heute oder so. Ja, wenn du jetzt dran rumdrehst, dann wahrscheinlich nicht. Ja, also das müssen wir jetzt schon testen, ob das auch ein gutes Material ist, weil wenn das natürlich, aber das scheint stabil zu sein. Ja, ich denke, je öfter du das machst, irgendwann ist entweder der Knopf dann weg oder es reißt da oben aus. Tipp ich jetzt wohl. Dass das halt ausschaut wie Hand, mit der Hand irgendwo rausgeschnitten und rumgenaht und was weiß ich was und eigentlich voll windig produziert, da brauchen wir nicht reden. Aber das Material ist halt interessant. Ist zu teuer, definitiv. Ja, also das ist schon... Okay, machen wir weiter. Hans, Hanf und Honig. Oh, den können wir gleich probieren. Ist das... Wie hat der Stand geheißen? Insekten-Dings war das aber. Ach so, dann hab ich jetzt gedacht. Hanfsamenriegel. Die Wunderpflanze Hanf dient deinem neuen Lieblingsriegel als Grundlage für einen köstlichen Energieschub, der vor allem deinen Geist anregt, bestehend aus mindestens 69% Hanfsamen und insgesamt nur 4 natürlichen Zutaten in der Hanfriegel von Hanf Brain Food. Eine wunderbare, schmackhafte Quelle für Protein, Omega-3, Fettsäuren und Eisen. Wie viel Protein hat der? 20% Protein. Sinnvoll snacken, leicht gemacht. In deiner Märzbox findest du eine von 3 köstlichen Sorten. Auf 30 Gramm kommen 5,9 Gramm Eiweiß. Apfel, Zimt, Kokos, was? Kakao, Nips oder Original? Und wir haben Apfelzimt haben wir. 1,99. Ja, 2 Euro für so einen normalen Riegel. Ja. Das ist jetzt wieder in Ordnung. Lass mal, mach mal auf jetzt. Du willst ihn gleich probieren? Ja, natürlich. Jetzt immer gleich probieren. Jetzt haben wir schon dabei. Wenn schon was zum Essen dabei ist. Boah, na gut, Apfelzimt heute, gell? Ist jetzt nicht meine Favorite-Geschmacksrichtung. Florentin dann sagt, mega geil. Das stimmt, ja. Mhm, ja, schmeckt halt nach Apfelzimt. Mhm. War auch nicht so. Und wie heute halt so ein pflanzlicher Riegel, so richtig, so ein Kernl-Riegel heute halt schmeckt. Du meinst, man schmeckt das Öko raus? Na, man schmeckt halt dieses Schrotige irgendwie, ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Aber guck mal, essen. Da hatte ich mir jetzt einen Kaffee. Vielleicht nicht in der Geschmacksrichtung. Ich würde jetzt Kokos nehmen. Nee, nicht Kokos, sondern Kakao-Nips. Ach so. Also Schokomäßig. Ich dachte schon wieder in Schokolade. Ja, aber immerhin ein Haferbrot. Mhm. Okay. Next. Ein Ökoschwamm pflanzlichen Fasern. Zur Reinigung von Oberflächen mit hartnäckigen Verschmutzungen sind Küchenschwämme kaum aus dem Alltag wegzudenken. Leider sind diese aufgrund ihrer Kunststofffasern alles andere als nachhaltig. Was liegt da näher, als einen praktischen Reinigungsschwamm aus natürlichen Rohstoffen zu kreieren? Das dachte ich sich auch die Marke Minimi. Und bringt nun
mit ihrem Ökoschwamm aus Pflanzenfasern selbst den trendigsten Nachhaltigkeitsfan zum Staunen. Der kratzfreie Haushaltshelfer besteht aus Kokosfasern und Holzzellulose und besteht in Sachen Reinigungskraft seinen künstlichen Pendants in nichts nach. Wir sind hin und weg. Hier steht noch, ein Schwamm kann bis zu 20 Küchenrollen ersetzen. Ja gut, aber mit einer Küchenrolle tue ich jetzt nicht abspülen zum Beispiel. Wie? Da nehme ich halt einen Schwamm her. Hier schon. Ja, aber der ist aber schon rau. Der ist ja der normale Schwamm auch. Eigentlich schon, gell? Aber interessant, wie der halt Wasser saugt und so. Aber das finde ich gut. Also sowas wollte ich sowieso mal anschaffen, weil ich bin jetzt auch nicht so der Fan von diesen komischen, ekelhaften. Mhm. Ja. Aber ist mit 2 Euro auch ganz günstig. Oh ja, das geht, ja. Mhm. Finde ich. Und die Fasern sind Kokosfasern. Kokosfasern und irgendwas mit Holzzellulose. Zellulose, genau, aus Holz. Und Recycling-PET. Und mit 2 Euro, echt ein guter Ersatz. Ja. Was zahlst du normalerweise für so ein 3er-Backel, 4er-Backel von diesen Plastikdingern? Aber ja, gut. Das ist ein nachhaltiges Produkt, das darf auch ein bisschen teurer sein, solange man nicht das Gefühl hat, dass man verarscht wird. Und das wird man bei 2 Euro definitiv nicht. Ja. Oh, so. Ein Shot. Gibt's wieder einen Shot? Trink mir den gleich. Ja. Gibt's wieder einen Shot? Ein Shot Vitamin C. C-Shot dieses Mal. Was wäre ein wilder Garten ohne eine ordentliche Portion Früchte? Der Vitamin C-Shot von Berliner Shot-Manufaktur. Das ist aber nicht die, wo man sonst einmal. Zuerst war es immer. Also von diesem Berliner Shot, meine ich, waren schon ein paar Mal welche drin. Aber da gibt es zwar auch verschiedene. Genau. Vereint den Geschmack von Aronia-Saft, Sanddornsaft, Apfelsaft und Orangensaft in einem praktischen wie erfrischenden To-Go-Drink und erhält dabei noch eine extra Portion Vitamine für dich bereit. Neben Vitamin C steckt in einem kleinen Wunderfläschchen auch voll mit Vitamin B12, B6, B3 und B5 eine fruchtig frische Unterstützung für das Immunsystem für die ganze Familie. Dann teilen wir uns den doch mal, damit da jeder in der Familie was abkriegt. Für die ganze Familie vor allem. In dem kleinen. Jeder darf einmal einen Tropfen trinken. Naja, wenn du schaust. Ja, und die kosten immer 1,49. Hast du gescheit geschüttelt? Ja. Habt ihr aufpasst? Hat die gescheit geschüttelt? Gut. Riecht wie Babybrei. Diese Babyfruchtgläschen. Ja, ein bisschen an Alkohol, ne? Und das war ein guter Schnaps. Der ist halt, ich weiß ja nicht, wie stelle ich mir Sanddorn vor? Der schmeckt ja irgendwie. Restaffex oder was? Ja, genau die halt. Wie ein kalter Glühwein. Oh ja. Schmeckt voll wie kalter Glühwein. Ich sage ja ein bisschen an Alkohol, ne? Glühweinshot. Okay. Glühweinshot, war doch auch was. Ey, Trendrider, gell? Oder wie heißt es? Berliner. In Glühwein bitte. Geschmacks, nächstes Mal in die Trendrider-Box. Voll. Yes? Nicht schlecht. Doch, dann mal Müll. Ist jetzt nichts, was ihr große Flaschen zaubert habt. Nö, aber so als Shot. Ja, aus Stamperler halt. So, schauen wir mal. Ja. Ah, das wäre wieder ein Riesenvideo, aber das ist ja wurscht. Egal. Habt ihr mal sich, wie viel Spaß wir dabei haben? Okay. Kommt das? Oliven. Oliven mit Kräutern. Gut, dass ich heute gekauft habe, weil ich wollte halt echt Oliven mitnehmen. Während die Kräuterpflänzchen in deinem Wildgarten wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen stecken, sind die Oliven von Money bereits mit Chili, Majoran, Koriander und Pfeffer eine unwiderstehliche Symbiose eingegangen. LiebhaberInnen der öligen Mittelmeerfrucht seien gewarnt. Ihr werdet Geschmackswelten betreten, die euch mit Körper und Seele in den Garten Eden katapultieren. Ebenso steht vermeintlichen Olivenverächterinnen eine aufblühende Liebe bevor, wo bislang ein karger Acker regierte. Wer schreibt die Texte? Deine Olivenleuchtung findet entweder mit der Sorte Chili und Kräuter oder mit den Aromen von Koriandersamen und rosa Pfeffer. Wir haben mit Koriandersamen und rosa Pfeffer. Also gut für dich. Ja, dann ist es.
4,29 €. Das sind Bio-Oliven aus Fairtrade. Und vor allem, es ist echt voll bis, und das Dach hätte ich jetzt fast schon gesagt, also bis zum Deckel, voll neib. Der Money. Ja, die werden gegessen, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe echt überlegt, nehmen wir mal wieder Oliven. Ja. Sixtes. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch Werbung und das obligatorische Magazin, das drin ist. Diesmal Fox. Fox, F-O-G-S, das Fox-Magazin. Inspirationen für gesunde Rezepte, grünes Putzen und nachhaltige Kleidung kannst du dir aus dem Green Style Magazine Fox holen. Vollgepackt mit Nachhaltigkeitstrends und hilfreichen Tipps aus Fashion, Beauty, Interieur oder Food ist diese Zeitschrift ideal zum Entspannen auf dem Balkon oder im Garten, zurücklehnen, inspirieren und genießen. Ja, das 6 € kosten. Ist so eine typische Zeitschrift heute. Ja, aber Rezepte ist ja cool. Ja, Rezepte und die kann ich wieder alle an dir ausprobieren. Und man kann auch wieder. Es ist halt dieses Nachhaltigkeitsding, das geht halt viel auf diese Beauty-Schiene, weil halt da echt viel passiert, was nicht nachhaltig ist. Und aber es ist halt immer diese, sag mal, Öko-Kleidung. Ja, ja, Kleidung schaut halt immer schon wie zweimal getragen aus. Ja, aber dreimal vererbt. Auch sowas kann ich doch eigentlich irgendwie modern machen, oder? Ja, wenn man da jetzt so durchblättert, ist halt echt gut, Jeanshosen, aber selbst die hat einen Schlag. Also, eine Schlaghosen. Warum muss das jetzt eine Schlaghosen sein? Und keine normale Jeanshosen mit einem normalen Schnitt. Kommt doch ab, Fairtrade sei. Das ist halt das, was man dann den Ökos immer anzieht. Ja. Also, die sind schon von 3 Meter entfernt. Deshalb Merchandise Fairtrade, das zum Beispiel ist Fairtrade. Fenchelsalat mit Orangen und Pinienkernen. Okay, Fenchel ist jetzt nicht unseres. Was haben wir noch? Spinatpizza. Das hört sich doch gut an. Mit Frühlingszwiebeln und Ricotta. Ja, jetzt haben wir aber da ein Rezept, das wahrscheinlich vegan ist oder so. Und nee, dann schaust du auf die Kaloriengehalt und dann ist es schon vorbei. Warum Hefe nicht vegan oder was? Hefe meine ich, ist nicht vegan. Woher Werner das? Vor welchem Tier? Um Hefetier. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, extra vegane Hefe. Oder ist das schon mit Milch oder sowas zubereitet? Ich weiß ja nicht, was Hefe ist ursprünglich. Also, oder geht es um die Hefebakterien? Die darf ja nicht existieren. Keine Ahnung. Bakterien sind kleine Tiere. Ihr seht, wir kennen uns nicht aus. Wir sind nur wahnsinnig interessiert in gewisse Themen und auch in das Thema Nachhaltigkeit. Und deshalb haben wir diese Box. Und die packen wir für euch aus. Als jemand, der wo trotzdem nicht in Öko-Klamotten rumläuft. Wir sind keine stereotypischen Ökos. Wir sind nur wahnsinnig interessiert in das Thema Nachhaltigkeit auch. Und was es da so gibt. Also ich sage ja, dieses Etui ist auf jeden Fall scheiße teuer, da den niemals kaufen, auch niemandem empfehlen, weil das in der Herstellung das einfach auch nicht wert ist wahrscheinlich. Aber der Stoff, den die da entwickelt haben, kann man ja sich weiter spinnen und vielleicht ein anderes Produkt draus machen, das wahrscheinlich dann auch nicht günstig ist, aber ihr wisst, was ich meine. Es muss ja nicht das Etui sein. Und du hast jetzt ein Suchtmittel für dich entdeckt. Dann war's das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gibt's einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar nach unten. Na, andersrum. Was? So, genau. Kommst du klar mit? Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert den YouTube-Channel. Herrn Fraudat. Um nichts mehr zu verpassen. Und die Glocke aktivieren. Jeden Freitag, 16 Uhr, gibt's ein neues Video, wo wir Päckchen ausbackeln und anderen Schmarrn auch noch machen. Das war's für uns. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.